einmal quer durch Baden-Württemberg. Wahnsinn. Eine Challenge, die es in sich hat. Okay. Vom Odenwald bis in den Südschwarzwald mit extremen Steigungen. Kein Chance für mich. Eine Route voller Überraschungen. Na, guter Schnaps. 11 Tage mit über 14.000 Höhenmetern. Mensch, aber das sind Top-Wege für Gravelbike. Ich fühle mich so stark. Das ist so geil. Doch das Naturpark Gravel Crossing bringt uns schnell an unsere Grenzen. Geht entweder richtig steil bergauf oder voll steil bergab. Sind wir der körperlichen Herausforderung überhaupt gewachsen oder haben wir uns maßlos überschätzt? Das ist so steil. Puh. Ich kann halt nicht mehr. Wir stehen gerade am Hauptbahnhof in Mannheim. Wir starten nämlich jetzt auf unser 11-Tage-Gravel-Crossing von Mannheim nach Basel. Einmal quer durch Baden-Württemberg. Das sind ungefähr 640 Kilometer und 14.000 Höhenmeter. Das sind sogar 690 Kilometer. 690, also es wird, es wird auf alle Fälle sehr knackig. Und ja, ich würde sagen, starten wir los. Unsere Gefühle sind in den ersten Stunden das reinste Chaos. Wir radeln dem Neckar entlang bis zur historischen Altstadt Ladenburg und erreichen schnell den Neckartal-Odenwald-Naturpark. Er ist der erste von vier Naturparken, die wir am Weg nach Basel durchqueren werden. Schon auf den ersten Kilometern wird uns klar, dass uns hier eine geniale Route erwartet. Gleichzeitig haben wir enormen Respekt vor den vielen steilen Anstiegen, die uns spätestens im Schwarzwald erwarten werden. Von Heidelberg geht es über kleine Wege nach Neckargemünd, vorbei an Burgen und Streuobstwiesen. Wir haben herrliche Weitblicke auf den Odenwald und das Rheintal und können unser zweites Etappenziel Heilbronn schon fast erkennen. Auf den Radwegen entlang des Neckars machen wir schnelle Kilometer, wir kommen gut vorwärts, bis uns die erste Panne ordentlich ausbremst. Schon wieder kurz vorm Ziel, technisches Gebrechen, rein aus den schleichenden Platten. Wir haben ja schon am Weg zum Zug in Salzburg den ersten Platten gehabt. Und da haben wir den Zug in letzter Sekunde trotzdem nur erwischt. Und jetzt 20 Kilometer vor Heilbronn, schleichende Platten. Der verflixte Platten kostet uns 2 Stunden und viele Nerven. Okay. Der dritte Tag beginnt. Wir sind gerade aus Heilbronn rausgefahren, fahren heute nach Mühlacker. Und zwar geht es da einmal quer durch den Naturpark Stromberg-Heuchelberg und eben auch durch die Region Stromberg-Reichgau, besser bekannt als das Land der 1000 Hügel. Und wir kriegen dazu Begleitung von der Lena und der Amelie. Die zwei waren beteiligt an der Planung vom Naturpark Gravel Crossing. Und ja, wir werden uns heute ein paar dieser 1000 Hügel anschauen. Doch bevor wir auf Lena und Amelie treffen, machen wir uns erstmal auf den Weg zur Heuchelberger Warte. Das Naturpark Gravel Crossing ist nämlich ziemlich schlau geplant. Die Route verbindet die einzelnen Etappenziele so gut wie nie über die kürzesten Wege, sondern hier werden bevorzugt die einsamsten Schotterwege, die besten Aussichtspunkte und die idyllischsten Naturplätze angesteuert. Als Lena und Amelie zu uns stoßen, erzählen sie uns, dass sie mit dem Naturpark Gravel Crossing endlich eine Route in der Region haben, die für Gravelbiker maßgeschneidert ist. Denn das bisherige Mountainbike Crossing war für Mountainbiker nicht ganz ideal, erzählt uns Dietmar Gretter, der Geschäftsführer des Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Das Problem war, eigentlich haben uns die passenden Räder dazu gefehlt, weil das Crossing, das verlief überwiegend auf Schotterwegen und für die Trekkingräder ein bisschen zu herausfordernd, für Mountainbikes ein bisschen zu wenig herausfordernd.
Mit dem Aufkommen der Gravelbikes stellte sich also schnell heraus, dass in dieser Region die perfekten Bedingungen für den neuen Trend vorzufinden sind. Also machte man sich an die Planung. Mein erster Gedanke war dann ja, okay, von der Heuchelberger Warte einmal im Frühjahr Gas geben und dann bis zur Schweizer Grenze rollen lassen. Dann so ließ ich es nicht ganz umsetzen, also sind dann 14.000 Höhenmeter draus geworden. 14.000 Höhenmeter, die neben den vielen Kilometern durch die wilde Natur auch zu einigen historischen Orten führen. Wie hier durch die Klosteranlage von Maulbronn, die zum UNESCO-Welterbe zählt. Bisher haben die vielen Köpfe, die hinter der Routenplanung stecken, richtig gute Arbeit geleistet, finden wir. Mal schauen, was uns die nächsten Tage noch erwarten wird. An Tag 4 fühlen wir uns wie abenteuerliche Entdecker, die in unbekanntes Land vordringen. Denn abschnittsweise führt die Route über Wege, die den Anschein erwecken, hier wäre in den letzten 5 Jahren nur der Fuchs und das Eichhörnchen vorbeigekommen. Gleichzeitig ist jeder Meter auf der Route fürs Fahrradfahren genehmigt. Einerseits haben wir das Gefühl, mitten in der Wildnis zu sein, und andererseits wissen wir aber, dass wir erst vor wenigen Kilometern Pforzheim verlassen haben. Trotz der Stadtnähe stoßen wir auf ungeschützte Bäume, die wir überwinden müssen. Für uns das Salz in der Suppe. Wir sind schwer beeindruckt, wie viel Natur, Idylle und Ruhe es in dem sonst eher dicht besiedelten Baden-Württemberg zu entdecken gibt, wenn man die richtigen Wege kennt. Wir starten schon die 5. Etappe. Wir sind jetzt schon ganz im Norden vom Schwarzwald, im Naturpark Schwarzwald-Mitte-Nord. Wir sind in Bad Wildbad. Wir haben heute 1600 Höhenmeter vor uns. Das wird ganz schön knackig. Aber bestimmt wunderschön. Wir haben traumhaftes Wetter. Wir holen uns jetzt nur was zum Essen und dann geht es gleich richtig steil den Berg rauf. Reicht das für 1600 Höhenmeter? Wie gesagt, es geht gleich steil los. Um die steilen Anstiege überwinden zu können, schlängeln wir uns in Serpentinen den Berg hinauf. Wahnsinn! Und das gleich am Anfang, obwohl man noch gar nicht so richtig aufgewärmt ist. Während Reini und sein Fahrrad, die wilde Hilde, alle Anstiege fahrend überwinden können, müssen Rudi, wie mein Fahrrad genannt werden will, und ich mit unseren Kräften haushalten und immer wieder Schiebepassagen einlegen. Schließlich müssen die Kräfte bis zum 11. Tag ausreichen und ab jetzt müssen wir jeden Tag mindestens 1550 Höhenmeter überwinden. Für Rudi und mich eine echte Challenge und wir sind uns immer noch unsicher, ob wir diese Aufgabe meistern können. Außerdem gibt es im Naturpark Schwarzwald-Mitte-Nord an jeder Ecke verlockend schöne Hütten in der Natur, die zu einem Päuschen einladen. Bei den ganzen schönen Plätzchen fällt es uns richtig schwer, vorbeizufahren. Wir sind ja eher so die Genießer. Und wenn dann die Sonne scheint, dann will man heute sich hinsetzen und die Natur genießen. Könnt ihr uns ja mal in die Kommentare schreiben, wie es euch dabei geht. Seid ihr eher die Genießer oder die Durchsetzer? Die Racer. Die Racer. Ihr seht, diese Tour ist definitiv keine gemütliche Sonntagsausfahrt. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir ohne Zelt unterwegs sind. Um uns die Höhenmeter etwas zu vereinfachen, wollten wir das zusätzliche Gewicht vermeiden und übernachten in Unterkünften, die wir im Vorhinein gebucht haben. Gut, dass wir kein Zelt und nichts dabei haben, sondern ultraleicht unterwegs sind. Da kann man auch mal Hikebike machen. Spätestens jetzt wird euch bestimmt klar, was wir mit Wildnis in Baden-Württemberg meinen, oder? Jeder, der sich jetzt fragt, ob man auf diesen Wegen, wo wir da gerade unterwegs sind, wirklich fahren darf, da vorne ist ein Schüdel mit einem Mountainbiker drauf. Das heißt, das sind echt legale Trails da, oder? Ja, da macht es gleich umso mehr Spaß, wenn es erlaubt ist. Übrigens, das Naturpark Gravel Crossing, so wie wir es fahren, ist nicht ausgeschildert. Ihr braucht also unbedingt die GPX-Daten, bevor ihr euch auf den Weg macht. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung.
Die heutigen Trails haben uns eine Menge Konzentration und Energie gekostet. Sind jetzt schon beide ziemlich fertig. Es war halt ganz schön fordernd. Also es war jetzt nicht nur feiner Schotter zum Fahren, sondern wir sind zum Teil auf Single Trails unterwegs auch gewesen, die was wirklich schon fast mehr fürs Mountainbike geeignet waren als wie fürs Gravelbike. Aber das sind nur kurze Abschnitte gewesen. Jetzt sind wir beide ziemlich durch. Und jetzt freuen wir uns einfach nur mal runter in die Unterkunft. Duschen, dehnen, schlafen. Duschen, dehnen, schlafen, aber vor allem natürlich essen. Zum ersten Mal Maultaschen. Ich glaube, ich habe noch nie welche gegessen. Rote Beete Maultaschen. Am nächsten Tag hält der Schwarzwald so einige Überraschungen für uns bereit. Oh, nimm an mit. Ja, sicher. Wir brauchen halt eh noch was für die Jause. Ja, voll gut. Das ist guter Honig. Als hätte der Schwarzwald gewusst, dass heute Feiertag ist, alle Geschäfte geschlossen haben und wir daher kaum Verpflegung in den Taschen haben, erwartet uns nur wenige Kilometer später die nächste Versorgungsstation mitten im Wald. Na, Wahnsinn! Susis Pausenschränkle. Weiter Schnaps? Ich fühle mich so stark. Das ist so geil. Das leichte Radl, also diese Höhenmeter, die machen meinem Kopf irgendwie immer so Angst. Aber wir sind heute nicht mehr am Reiserad unterwegs, sondern am ultraleichten Gravelbike. Der Unterschied ist enorm. Aber macht dir Spaß. Die wilde Hilde, Rudi, Angie und ich haben heute einen besonders aufregenden Tag. Denn wir müssen am Weg von Wolfach nach Triberg laut Komoot 2100 Höhenmeter zurücklegen. Schon seit der Planung fiebern wir diesem Tag entgegen, weil er unsere Beine so richtig auf die Probe stellen wird. Unsere Stimmung ist extrem gut, die Beine fühlen sich noch frisch an und die Wegführung dieser Etappe ist ein einzig wahr gewordener Graveltraum, bis wir den vielleicht steilsten Abschnitt des gesamten Gravel-Crossings erreichen. Jetzt haben wir 849 Höhenmeter. Jetzt kommt noch mehr Anstieg. Und auf Komoot ist er 100 Höhenmeter mit 20% Steigung einzeichnet. Wir sind gespannt, was uns da jetzt erwartet. Nur sind die Beine halbwegs frisch, oder? Ich würde schon sagen, ja. Ah, ein bisschen frischer. Aber wir sind steil. Der steile Anstieg wäre mit 20% ja noch ganz nett gewesen. Aber in der Realität wird es hier immer steiler und steiler. Selbst das Schieben wird zur schweißtreibenden Angelegenheit. Auf den steilsten Metern hat der Weg hier tatsächlich eine 32%ige Steigung. Boah, ist das steil. Auf der Kamera schaut es quasi flach aus. Verrückt, wie Reini und die wilde Hilde den gesamten Anstieg durchdrücken. Irgendwie haben die geplanten Höhenmeter heute nicht ganz gestimmt, weil es waren glaube ich 2100 oder so angesagt. Jetzt sind wir eigentlich schon am Ziel, jetzt haben wir 1900 circa. Aber irgendwie wollen wir uns das nicht nehmen lassen, dass wir jetzt zumindest die 2000 noch voll machen. Das heißt, jetzt werden wir noch einen kleinen Extra-Abstecher machen. Energie haben wir noch, wir haben gerade Pizza gegessen. Die sollte reichen für 100 Höhenmeter. Die Angie ist der Streber, ich hätte ja schon aufgehört. Vorher die ganze Zeit gesagt, komm, fahren wir nur die 2000, die fahren wir. Die sagen, nein, jetzt haben wir Pizza gegessen. Aber irgendwie ist die Pizza schon jetzt noch 5 Minuten im Bauch verpufft. Jetzt hast du noch mehr 80 Höhenmeter und dann sind es 2000. Aber jetzt fahren wir einfach nur vor der Unterkunft aufhören, aber bis wir die 2000. Call me stupid. Aber da kann ich nicht anders. Und du sowieso nicht.
Da sitzen überall ganz entspannt die Leute am Balkon. Die werden sich auch denken, das sind zwei Wahnsinnige. Wir fahren jetzt die ganze Zeit rauf, runter. Jetzt wieder rauf. Ja. Was macht man nicht alles, um 2000 Höhenmeter zusammenzukriegen? Jetzt sind wir wieder am obersten Punkt angekommen. Nächste Runde. 8, 5, 4. Jetzt schon Vollgas. 2000 Meter. Jetzt können wir schlafen. Nach den ersten intensiven 7 Tagen gönnten wir uns einen Ruhetag. Für einen Tag die Beine hochlegen tat richtig gut und wir konnten Kraft für die bevorstehenden Etappen durch den Naturpark Südschwarzwald tanken. Die Kleidung ist wieder frisch gewaschen, wir packen alles in unsere Taschen und machen auch unsere Fahrräder, Rudi und Wilde Hilde, bereit für die erneute Abfahrt. Keine Ahnung, womit wir das verdient haben, aber seit wir in Baden-Württemberg angekommen sind, scheint ununterbrochen die Sonne. Ende Mai scheint also ein guter Zeitpunkt zu sein. Wer hier im Sommer unterwegs ist, kann auch immer wieder in die vielen kleinen Seen hineinhüpfen oder sich bei der Donauquelle eine Erfrischung gönnen. Das müssen wir jetzt echt einmal ausnutzen, dass wir aus der Donau trinken können, weil ich würde sagen, wenn man in Österreich ist, würde man es nicht empfehlen, aus der Donau zu trinken. Da wird es einem dann, glaube ich, ziemlich schlecht gehen. Eiskaltes Donauwasser. Überhaupt scheint der späte Frühling die perfekte Jahreszeit für einfach alles zu sein. Die Temperaturen sind herrlich, die Natur beginnt zu blühen und die Wege sind menschenleer. Selbst am Pfingstwochenende und während der Pfingstferien treffen wir nur auf wenige Menschen. Da trifft vielleicht eine Handvoll Radfahrer und Wanderer am Tag. Aber sonst sind auf den Wegen ist einfach Ruhe. Und Gravelbiker, ach, ihr müsst da nur herkommen, ihr fällt's nur. Haben wir erst ganz wenige gesehen. Dabei ist es doch so schön da zum Graveln. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, wer von euch Lust hat, die Route mal nachzufahren. Das würde uns wirklich interessieren. Wer eine körperliche Herausforderung sucht, ist im Schwarzwald bestens aufgehoben. Denn egal für welche Etappenlänge man sich hier entscheidet, den vielen Steigungen kommt man einfach nicht aus. Haben wir schon mal erwähnt, dass es viel bergauf geht auf der Tour. Bin mir nicht ganz sicher. Aber damit ihr es alle wisst, es ist steil und geht viel bergauf. Und wer von den vielen Steigungen nicht genug bekommt, kann die Route minimal adaptieren und auf den höchsten Punkt Baden-Württembergs fahren. Und zwar auf den Feldberg. Unsere Route würde eigentlich gar nicht auf den Feldberg raufgehen, also auf den höchsten Punkt. Aber irgendwie können wir uns das nicht nehmen lassen, auf den höchsten Punkt Baden-Württembergs raufzufahren. Deswegen nehmen wir jetzt einen kleinen Umweg in Kauf und ich glaube 120 Höhenmeter extra. Das ist ja nicht so tragisch. Aber dafür werden wir gerade mit einer Traumaussicht auch belohnt. Zahlt sich aus. Und wie es sich auszahlt. Bei klarer Sicht könnte man von hier aus sogar schon Eiger, Mönch und Jungfrau erkennen. Drei prominente Gipfel der Schweizer Alpen. Bis Basel sind es aber noch 2 Tagesetappen und überhaupt können wir doch den Schwarzwald nicht verlassen, ohne eine ordentliche Portion Schwarzwälder Kirschtorte probiert zu haben. War das nicht der eigentliche Grund, warum wir überhaupt hierher gekommen sind? War ja. Am vorletzten Tag beginnt die gute Laune zu bröckeln.
Also die heutige, die 10. Etappe, die zählt nicht unbedingt zu unseren Favoriten. Boah, es ist, geht entweder richtig steil bergauf oder voll steil bergab. Und nur dazu sind unglaublich viele Fliegen in dem Wald gerade. Und ja, wir spüren halt auch die letzten 9 Tage in den Beinen. Und ja, es fällt uns gerade ein bisschen schwer, das Ganze so leicht zu sägen, wenn es so steil bergauf geht. Aber den Großteil haben wir heute schon von den Höhenmeter. Und ja, es ist nicht mehr so arg weit. Die heutigen Steigungen sind brutal. Danke an alle, die uns heute Motivation über Instagram geschickt haben. Falls ihr uns nicht auf Instagram folgt, schaut mal rein, da gibt es immer alle aktuellen Infos. YouTube ist immer ein bisschen hinterher. Da könnt ihr bei solchen Sachen immer live dabei sein. Je müder der Körper ist, desto müder ist auch der Kopf. Und desto schwieriger ist es, die gute Stimmung aufrechtzuerhalten. Wer unsere Videos kennt, der weiß, dass uns dieses Phänomen auf fast all unseren Reisen einholt. Angie hat damit besonders zu kämpfen. Ah, jetzt nur mal so ein S2, S3 Trail rein am 11. Tag. Boah, das müsste echt nicht sein. Ah, ich habe keine Nerven mehr und keine Energie mehr dafür. Rein, ich konnte es eh fahren, aber mir ist das auch noch mal zu heftig. Dann schieben wir mal, ob ich. In solchen Situationen beginnt der innere Kampf mit mir selbst. Ich weiß, dass der Weg genauso schön ist wie die Tage zuvor, kann es in dem Moment aber nicht mehr sehen. Ich weiß, dass Reini mehr Kraft hat als ich und trotzdem frisst es mich innerlich auf, wenn ich merke, dass ich langsam an meine Grenzen komme. Die Kamera war jetzt länger aus, hat ein kurzes Tief gegeben, bisschen längeres Tief, aber wir sind jetzt tatsächlich am Rhein angekommen. Es geht jetzt bis Basel immer stetig bergab dem Rhein entlang. Das heißt, wir haben jetzt nur ungefähr 35 Kilometer, die wir so richtig runterdrucken können. Immer leicht bergab am Fluss entlang. Das ist jetzt nur mal so der krönende Abschluss. Und dann kommen wir tatsächlich nach 11 Etappen in Basel an. Mit dem Ziel vor Augen wandeln sich die negativen Gedanken zur Euphorie, Freude und vor allem Stolz. Das Tief ist wie weggeblasen und die Erinnerungen an die letzten traumhaften 11 Tage tragen uns auf den letzten Kilometern Richtung Basel. Wir haben es geschafft. Müde. Ja. Aber ja, echt zufrieden. Das war ein echt müde Elf-Tag. Ja, doch. Also eigentlich ist alles ziemlich glatt gelaufen, aber es war einfach sehr fordernd. Ja, doch, es war sehr anstrengend. Also vom Wetter haben wir so Glück gehabt, nur schönes Wetter, alles gut. Ja. Ja. Also zusammenfassend bleibt uns eigentlich nur mehr übrig zu sagen, wir empfehlen, die Route nachzufahren. Auf alle Fälle, passt es euren Fähigkeiten an und sucht euch die Route unten in der Videobeschreibung raus. Das sind der Link zu den GPX-Daten. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren.